schön, hier in Süddeutschland mit einem Grüß Gott zu begrüßen. Lieber Herr Kottmeier, dear Alan Rusbridger, meine sehr verehrten Damen, liebe vier Männer des Jahres, liebe restliche Männer. Ich freue mich sehr, Sie auf den Vortrag von Alan Rusbridger einstimmen zu dürfen. Ich werde das im Rahmen meiner Möglichkeiten auf Deutsch versuchen und ich mache zwischendurch immer eine kleine englische Zusammenfassung, damit Alan uns verstehen kann. I'll keep you in the loop by brief summaries. Der Guardian hat einen mustergültigen Weg eingeschlagen und aufgezeigt, wie eine nationale Medienmarke eine Weltmarke werden kann. Und kann man natürlich sagen, wer in englischer Sprache veröffentlicht, der hat es ein bisschen leichter. Es gibt aber sehr viele Medien in englischer Sprache und es werden eben nur ganz wenige eine Weltmarke. Es ist also eine tolle Leistung und ich denke, wir alle sind neugierig, aus erster Hand zu erfahren, wie der Guardian das geschafft hat. Alan, you did a great job in building an independent global media brand and we are curious, if not jealous, to learn. Ich möchte mich in den verbleibenden Minuten mit der nicht ganz so glamourösen Frage beschäftigen, wie sichert man die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die eine wichtige, vielleicht die entscheidende Voraussetzung ist für erstklassigen Journalismus. Bislang konnte kaum ein Medium diese Frage beantworten, nämlich die Frage, wie kann man im digitalen Zeitalter die Erlöse erzielen, die man braucht, um die Qualität zu bezahlen. Mich beschäftigt diese Frage seit 2 Wochen. Bitte erwarten Sie deswegen nur ein paar vorläufige Erkenntnisse. Seit 1. Januar bin ich Mitherausgeber gemeinsam mit Giovanni Di Lorenzo und Mitinhaber mit Dieter von Holzbrink, einer der traditionsreichsten deutschen Tageszeitungen, nämlich des Tagesspiegels in Berlin. Der Tagesspiegel wurde in Berlin von den Alliierten als erste unabhängige freie Zeitung nach dem Krieg zugelassen und ist seitdem eine der unabhängigen Stimmen aus der Hauptstadt. Er hat die Not der Nachkriegszeit, die Berlin-Blockade mit der Luftbrücke, den Kalten Krieg, die Sowjetpanzer, die im Ostteil der Stadt den Volksaufstand 1952 niedergeschlagen haben, und er hat den Bau der Berliner Mauer überlebt. Wenn eine Zeitung den Armeen von Stalin widerstanden hat, dann sollte sie eigentlich auch den Algorithmen von Suchmaschinen etwas entgegenzusetzen haben. Alan, I just became shareholder of Germany's capital quality daily paper, der Tagesspiegel, which is not the Daily Mirror. And thanks again for the Berlin Airlift. Das ist die Luftbrücke. Viele Wege sind beschritten worden, um neue Erlöse zu erzielen, etwa mit Nebenprodukten, Leserreisen, Buch, Weineditionen. Das ist alles sicher klug, aber es sind eben Nebengeschäfte. Diese Nebengeschäfte geben keine Antwort, wie das Hauptprodukt einen Gegenwert erzielen kann. Nebengeschäfte sind auch deswegen klug, weil sie dem Hauptprodukt wenigstens nicht schaden. Das ist keineswegs selbstverständlich. Es gibt in unserer Branche eine Versuchung, aus Angst vor dem Tod Selbstmord zu begehen. So wie der Guardian ein Musterbeispiel ist, im Guten, findet sich auch in London das abschreckende Beispiel News of the World. Diese Zeitung hat Selbstmord begangen, indem sie die Grundlagen ihres Geschäfts letztlich verraten hat. Was sind diese Grundlagen? Die Grundlagen sind an erster Stelle die Glaubwürdigkeit. Das ist selbstverständlich, das muss ich nicht weiter erklären. An zweiter Stelle steht die Orientierung. Wenn uns immer mehr Informationen aus immer mehr Quellen überfluten, dann wird Orientierung immer wichtiger. Orientierung aber kostet Geld. Man braucht Erfahrene, man braucht gute Journalisten und diese Journalisten brauchen Zeit
Und das alles braucht Geld. Deswegen, und das ist der dritte, der kritische, der schwierige Punkt, muss ein Medium heute einen neuen Wert darstellen und erlösen. An dieser Stelle entscheidet sich die wirtschaftliche Zukunft von Qualitätsmedien. Die Möglichkeiten der Digitalisierung haben aus wertvollen Gütern Commodities gemacht, austauschbare Allerweltsware. Ja, da ist das erste Bild, wunderbar. Hier sehen Sie auch ein Bild aus der Heimatstadt des Tagesspiegels. Und Sie sehen, da ist er, den prädigitalen Berichterstatter. In dieser Ära hat jeder Journalist einen exklusiven Wert geschaffen und nur ein Zeitungskäufer, ob Abonnent oder am Kiosk, bekam Zugang, indem er gezahlt hat. Sie werden sich fragen, ist es wirklich die prädigitale Ära? Und Sie sehen da vorne Rainer Brüderle, es ist also prädigital. Wenn Sie heute in den Bundestag schauen, auf die Pressetribüne, dann haben Sie als Leser zu den Texten fast aller Korrespondenten Zugang. Die Artikel sind nicht etwas schlechter, meist sind sie eher besser geworden. Sie können die Texte sogar noch am gleichen Tag bekommen, Sie müssen nicht warten. Aber der kommerzielle Wert ist null, er ist nahezu null. Sie bekommen alles und Sie zahlen nichts. Die Leistung eines Korrespondenten ist heute eine Commodity. Darum muss ein Medienhaus, eine Medienmarke neu bestimmen, was Exklusivität ist. Die erste Antwort, die Tageszeitungen geben, viele schon gegeben haben, sie dringen vor in das Terrain der Wochentitel. Sie liefern Hintergrund. Vor 30 Jahren hat der Journalist und Journalistenausbilder Ferdinand Simoneit, Motorpresse unter anderem, Kapital, die FAZ verspottet. Er sagte, das ist eine täglich erscheinende Wochenzeitung. Und er meinte es als Kritik. Es ist ein Kompliment. Nur Zeitungen, die das versuchen, nicht alle haben die Ressourcen der FAZ, aber nur die, die es versuchen, haben überhaupt eine Chance. Aber selbst der Hintergrund wird austauschbarer. Die Allen, selling books and wine is okay, as long as you do not sell your soul. Offering more background is fine as well, but the essential point is to come to a new understanding of what is exclusive. An dieser Stelle sind generelle Aussagen einfach, sie sind aber auch wertlos. Jedes Medium für sich braucht eine exklusive Antwort darauf, was seine exklusive Leistung für seine Leserinnen, Leser, Nutzerinnen und Nutzer ist.